Herzlich willkommen bei meiner täglichen Andacht. Schön, dass du da bist und Zeit mit Gott verbringen möchtest. Meine Andacht vom 20. September. Durchhalten lohnt sich. Der Bibelvers für heute steht in Matthäus 19, Vers 29. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Als wir vor vielen Jahren unseren christlichen Dienst aufbauten, wurden Dave und ich mit den unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. Ich musste an meiner Einstellung arbeiten. Wir mussten an unserer Ehe und an unserem Umgang mit Geld arbeiten. 6 Jahre lang kaufte ich meine Socken und Unterwäsche auf Flohmärkten. Wir waren total pleite. Und ich hielt Vorträge zum Thema Gottes überreiche Versorgung. Aber nicht nur das. Damals kam es einfach nicht gut an, wenn Frauen lehrten. Wir verloren Freunde und einige unserer Verwandten wollten nichts mehr mit uns zu tun haben. Es war sehr schwer und manchmal wollte ich nur noch aufgeben. Aber heute bin ich froh, dass ich an Gott festgehalten habe. Mittlerweile können wir Menschen auf der ganzen Welt durch unsere Arbeit helfen. Die Bibel sagt uns in Matthäus 19, dass wir wichtige Dinge zurücklassen müssen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Wir hatten zwar damals nicht alles, was wir glaubten zu brauchen, aber der Tausch war es wert. Halte durch auf deinem Weg mit Gott. Auch wenn es schwer ist. Konzentriere dich auf ihn. Sobald du das erreicht hast, was er für dich bereithält, wirst du erkennen, dass es sich gelohnt hat. Sei herzlich eingeladen, jetzt mit mir zu beten. Gott, manchmal ist es schwer, als Christ durchzuhalten. Aber ich weiß, dass es sich lohnen wird. Ich will nur dir folgen, denn du bist das Einzige, worauf es ankommt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitbeten. Bist du morgen wieder dabei? Bis dahin durchstöbere doch mal meinen YouTube-Kanal. Dort findest du viele ermutigende Vorträge von mir. Gottes Segen und bis morgen.